Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, hier bei Ü40 Zocken. Ich habe mich gestern dazu entschlossen, alle Rivalen auf der Map abzufarmen. Ich suche ja schon seit längerer Zeit zwei ganz spezielle experimentelle Waffen. Die meisten von euch werden es wissen, die mich hier schon länger verfolgen bei Generation Zero. Als erstes mal natürlich das experimentelle Panzerwerfgewehr, also das spezielle schwere Scharfschützengewehr. Das suche ich jetzt mittlerweile seit ja, 1,5 Jahren. Ich habe es schon mal gehabt und habe dann aber in einem Anfall von geistiger Umnachtung das irgendwie aus Versehen verschrottet. Und seitdem ist es mir nie wieder gedroppt. Ich hatte zwischendurch auch mal irgendwo gelesen, dass sie das aus dem Lootpool rausgenommen hätten. Und ja, bisher habe ich es nicht gekriegt. Und die zweite Waffe ist das neue Maschinengewehr, das Thermo-Maschinengewehr. Und deswegen, nachdem ich den Reaper gestern gespawnt habe, habe ich mir gedacht, so, jetzt ist es an der Zeit, jetzt farmen wir mal alles ab. Und ich hatte insgesamt, glaube ich, 19 Rivalen auf der Map und den Reaper. Und ich zeige euch jetzt nicht alle Rivalen, sondern nur ja, eine kurze Auswahl von ein paar Kämpfen. Die Kämpfe selber werde ich größtenteils unkommentiert lassen. Ab und zu werde ich mal was kommentieren, wenn es eine Stelle gibt, die vielleicht auch für euch dann in eurem Kampf mal hilfreich sein könnte. Und ich kann euch im Voraus schon verraten, dass ich gestern so viele experimentelle Waffen gedroppt bekommen habe, wie ich es noch nie an einem einzigen Tag hatte. Ich habe, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hier geht es schon los mit dem experimentellen Maschinengewehr KVM 59, was ich allerdings schon habe. Von dem habe ich, glaube ich, drei Stück bekommen. Dann habe ich drei experimentelle Schrotflinten und vier experimentelle AG4, also die G3-Version, bekommen. Und einen Revolver, den experimentellen Magnus, den ich aber auch schon habe. Und ja, am Ende nehmen wir uns den Reaper vor und auch der droppt was und das werden wir uns dann natürlich anschauen. Ja, in diesem Sinne viel Spaß und ich melde mich zwischendurch ab und zu mal wieder. Ja, ab und zu produziert das Spiel epische Momente, so wie hier. Ich muss an diesem Tank vorbei. Zwischen den Beinen durchfahren geht nicht. Probiert es nicht, da bleibt ihr hängen. Und ich denke, mit ein bisschen Zickzackkurs komme ich hier davon. Und jetzt achtet mal auf das Motorrad, was gleich passiert. Ich musste so lachen, das war wirklich abartig. Das Motorrad fährt locker noch 50 Meter weiter, nachdem ich einen Volltreffer erlitten habe. Also das war wirklich extrem geil.
Hier kommt jetzt dann auch wieder gleich einer dieser Momente, an denen ich mich einfach nicht entscheiden kann, wie ich an diesem Baumstumpf vorbeifahren soll. Und bis ich mir die richtige Seite überlegt hatte, war es natürlich auch schon zu spät. Voll auf die 12. Naja, Mund abwischen, aufstehen, Mund abwischen, draufsteigen, weiterfahren. Hier kommt jetzt was, was vielleicht für euch auch ganz hilfreich sein kann. Wenn ihr solche LKWs seht oder auch diese Frachtcontainer, die überall auf der Map rumstehen, die sind hervorragend dafür geeignet, um sich da drin zu verschanzen. Denn offensichtlich sind schwedische Militärlastwagen und schwedische Frachtcontainer kugel- und explosionssicher. Hier bin ich jetzt umgeben von einem Harvester, einem Tank, dem eigentlichen Ziel, mehreren Huntern, mehreren Runnern, dann diese fliegenden Drohnen, also wirklich alles, was kreucht und fleucht, hat sich hier um mich versammelt und belagert mich jetzt hier in diesem LKW. Was ihr sehen werdet, also kugelsicher, explosionsfest. Das Einzige, was passieren wird nach einer Weile, ist, dass die Gas einsetzen und dann, ihr werdet es sehen, muss ich da raus. Das ist die einzige Möglichkeit, wie sie euch da rauskriegen. Flammenwerfer vielleicht auch noch, aber hier in der Gegend haben die, glaube ich, noch keine Flammenwerfer. Aber ansonsten ist es wirklich eine hervorragende Gelegenheit, mal auszuschnaufen, sich zu kurieren und vielleicht Munition nachzufassen.
So, dieser Rivale war die Mühe fast nicht wert. Der hatte überhaupt nichts wirklich Interessantes dabei, keine experimentelle Waffe. Aber man weiß es halt nie vorher. Und ja, jetzt fahre ich hier nochmal ein paar Runden um die ganze verbliebene Meshpoke rum und ärgere sie ein bisschen. Das macht auch ziemlich viel Spaß. Ja, und jetzt ist es soweit. Als letztes bleibt mir nur noch der Reaper auf der Map. Und das wird jetzt ein ziemlich langer Kampf, fast 40 Minuten, also fast eine Dreiviertelstunde. Werde ich natürlich auch nicht komplett kommentieren. Ist auch mehr oder weniger unnötig. Ihr seht ja, was passiert und wie ich abgehe. Wichtig jetzt am Anfang, ich hatte es ja mal erwähnt in dem Wie spawne ich den Reaper Video. Wichtig ist, dass wir jetzt als erstes mal seine vier Schildgeneratoren platt kriegen. Und dann können wir anfangen, ihn wirklich zu bekämpfen. Und ja, der Reaper hält einige Überraschungen parat. Und ich lasse euch jetzt mit dem Kampf gegen den Reaper erstmal alleine und melde mich kurz, bevor er dann zerstört wird, wieder zu Wort. Viel Spaß!
Ja, Freunde, da bin ich wieder. Ihr habt gesehen, der Reaper ist eine ganz andere Hausnummer. Und okay, es gibt sicherlich Möglichkeiten, den schneller auszuschalten, aber ich habe einfach Spaß dran an diesen epischen Schlachten. Und ihr habt gesehen, er setzt immer wieder seine thermobarischen Explosionsgeschichten da ein. Und wenn man das von weiter weg betrachtet, ist es wirklich spektakulär, weil es aussieht wie eine Nuklearexplosion. Wichtig ist immer, wenn das losgeht mit deinem Gas, dann sucht euch irgendeine Deckung. Ihr müsst die Sichtlinie zwischen euch und dem Reaper unterbrechen. Und dann ist das Ganze kein Problem. So, jetzt wundert ihr euch vielleicht, aber das ist etwas, was sehr häufig beim Reaper passiert. Wenn sein Gesundheitszustand jetzt mal schon sehr niedrig ist und er dann diese thermonukleare Explosion einsetzt, dann kann es passieren, dass er sich selber in die Luft sprengt. Und genau das ist jetzt hier passiert. So, ich wage kaum reinzuschauen. Okay, bis jetzt noch nichts Spektakuläres. Die Handschuhe, okay. Und da ist es, das experimentelle PVG-90. Ich gehe kaputt. Tatsächlich, nach anderthalb Jahren seid ihr jetzt hier tatsächlich Zeuge, wie mir dieses heiß ersehnte Teil endlich droppt. Das ist das beste Scharfschützengewehr im Spiel. Und noch ein Vollsichtmodul dazu auch noch. Das ist wirklich ein Sechser im Lotto. Bin ich natürlich schon wieder überladen, aber wir werden das Scharfschützengewehr gleich mal ausrüsten und aufpimpen. Mit dem Ding schießt ihr wirklich so ziemlich alles kaputt, was euch begegnen kann, und mit sehr, sehr wenig Munition. Und je weiter ihr weg seid, desto höher ist auch der Schaden, weil es eine erhöhte Mündungsgeschwindigkeit und Durchschlagskraft hat. Und das Ding macht auch einen ganz, ganz speziellen Sound. Wir werden es gleich hören. Leute, ich bin so froh, dass ich das Teil endlich habe. Endlich wieder. Weil es macht viele Sachen wirklich leichter. Also so die niedrigen Gegner bis zum Hunter und so, die haben überhaupt keine Chance gegen das Ding. Da kann es teilweise sein, dass die mit einem Schuss schon kaputt gehen. So, jetzt passt mal auf. Noch das Vollsichtmodul drauf, jawohl. Ansonsten ist alles drauf. Jo, dann noch ein Platz zugewiesen. Das alte PVG kann dann weg, das können wir verschrotten. Achtung! Hört ihr es? Das ist so ein wellenförmiges Summen, und das ist quasi so eine Art Generator, der die Kugel im Lauf nochmal extra beschleunigt. Und da werde ich mir jetzt dann einen Haufen Sprengmunition dafür noch craften. Und jetzt suchen wir uns erstmal ein Ziel, woran man das Ganze demonstrieren kann. Hier liegt ja ein Haufen Schrott rum. Da wird irgendwo schon noch irgendein Viech rumlaufen. Jetzt, wenn man durchs Zielfernrohr blickt, dann hört man es extrem. Als ich das Gewehr das erste Mal bekommen habe, dann hat mich das immer voll irritiert, weil ich nicht wusste, was das für ein Geräusch ist. Guck mal hier, die Lampe, die hat es aus dem Haus von da hinten bis hierher geschleudert. Irgendwo wird schon irgendwas rumlaufen. Jetzt hört man es richtig gut. Das freut mich so, das ist echt wie ein Sechser im Lotto, das ist so geil. Entschuldigung für den Ausdruck, aber das ist einfach jammern. Endlich, ich habe schon an mir gezweifelt, beziehungsweise ich habe echt schon Angst gehabt, dass es das Gewehr nicht mehr gibt im Lootpool. So, Achtung. Na. Headshot. Irgendwo. Ich glaube, da habe ich noch was gesehen. Irgendwas fährt da noch rum. Diese Kugeln hatte das Viech noch abgesetzt. Da ist eine. Links zwischen den Bäumen. Achtung. Und aus. Also gegen so kleines Kruppzeug, das ist alles total easy. Ja, Mann. Da muss ich jetzt natürlich aufpassen wie die Hölle, dass ich nicht wieder irgendwann so ein
so einen Demenzanfall habe und dann einfach alles verschrottet. Da muss man wirklich aufpassen. Auch ich habe heute im Lauf des Tages, habe ich dummerweise auch mein erweitertes Magazin für das KVM 89 zerstört. Und das war ein goldenes Magazin, also 5 Sterne. Und bis ich das wieder kriege, da wird eine Zeit lang vergehen. Aber ich weiß auch nicht, wie ich es gemacht habe. Ich sehe es da vor mir auch, ja. Ich habe nämlich gedacht, ich hätte noch eins erbeutet. Und weil ich ja nicht 2 Stück brauche, habe ich das dann verschrottet. Aber das war dummerweise genau das, was an dem Maschinengewehr dran war. Und das wurde mir aber nicht angezeigt. Also manchmal ist es echt, man muss manchmal zweimal schauen, Leute. Ist ganz wichtig. Ja, das war jetzt natürlich ein extrem versöhnlicher Abschluss für die ganze Plagerei. Ich meine, das Video jetzt ist 1 Stunde lang, aber insgesamt hat mich das fast den ganzen Tag gekostet, die ganzen Rivalen zu farmen und quer über die Map. Viele von denen waren nicht in der Nähe von irgendwelchen Safehäusern. Da musste man da erst umständlich hinfahren und dann die ganze Entourage, die sie dabei hatten. Aber es hat sich gelohnt am Ende, wie ihr seht, ne? Also Beharrlichkeit lohnt sich. Und mit diesem Schlusswort und meinem Generation Zero Robo Dance von 1990 verabschiede ich mich aus diesem Video. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntagabend. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Viel Spaß beim Zocken. Euer Ü40.